Moin Moin Evils, was geht ab? Ich bin's hier, Ivo Busche EP, Vini und Nick am Start und ja, Fiora mit, K-Support. K-Support auf der Botlane, dachten wir uns jetzt nochmal. Eigentlich schickt man ja nur AD, also Range AD Carries auf die Lane, aber ich finde Fiora ist auch so ein guter Carry. Und ja, also der beste Pick für die Botlane ist auf jeden Fall nicht, aber wir wollten auf jeden Fall diesen hohen Damage von Kayle, auch wenn sie auf Support gebaut wird und auf jeden Fall von Fiora mal ein bisschen auf der Botlane ausprobieren. So, ja, als erstes warte ich mal kurz gucken. Ich überlege auch, was ich als erstes bauen soll. Soll ich vielleicht sogar mit der Dorans Klinge anfangen? Kannst du machen. Ich meine, wir haben ja eigentlich den Slow und healen kannst du mich auch. Ich hoffe mal, du hier. Also, sonst hätte ich gesagt, kannst auch mit dem Dolch anfangen, zwei Pots, aber egal. Dolch, du meinst Langschwert. Ich überlege gerade, was ist denn mein Passive? Ah ja, ist die Rüstung runtersetze. Warte, Q war mein Damage, E war mein Ding. Okay, was soll ich anfangen? Mit Slow? Q, ja. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. So, wollen wir mal. Auf jeden Fall. Und dann würde ich, weiß ich nicht genau. Lass mal kommen mit, wirklich, stellen wir uns gebüscht. Wenn du Q maxen solltest oder das andere, bin ich noch am Überlegen. Q oder hier oder hier gar nicht? Warte, was machst du? Gehen hier rein. Was ist das, Junge? So, und wir haben auf jeden Fall auch wieder Premates und das ist unser MCR 1848. Firewall 04, das ist Pantheon auf der Toplane. Und Fizz in der Mitte, Blue Score Man und ja, wir beide auf der Botlane. Gegner stehen haben, die ein Zed, weiß nicht, ob Elise oder Zed auf die Toplane geht, wahrscheinlich switchen. Die haben wahrscheinlich, vielleicht haben sie es extra gemacht, damit sie gut switchen können. Je nachdem. AD Carry ist Ezreal mit Trash Bot, also es wird unser Gegner sein, und Jarvan im Jungle. Ja, ich muss mal aufpassen mit Gangs, da sind wir auf jeden Fall anfällig. Und ja, so, Pantheon ist jetzt leider noch AFK. Ja, der kommt schon wieder. Und yo, hier kommt der Ezreal schon. Lauf von unten außen rum. Go. Genau. Oh, gut gemacht, Trash. Wir sollen dem eine Samara-Spell rausholen. Aber egal, er hat keine Pots, weg. Nice, der hat gedrückt. Ich habe auch nichts gemacht, ich habe keinen Flash, keine Ignite. Gut. Er hat aber auch nichts gemacht. Das ist ja mal richtig genutzt. Wie kann man mit Dorans Finger auf die Lane gehen, wenn der Supporter nicht healen kann? Das frage ich mich manchmal als Supporter. Ich meine, ins zweite Gebüsch. Dann haben wir ihn ja gleich schon fast. Ich warp mal eben. Jetzt haben sie nochmal. Genau, Warden. Jarvan. Jarvan, ja. Sie wagen es nicht zurückzuschlagen. Eigentlich gar nicht so schlecht, ey. Na, shit, zu spät Level 2 bekommen. Da kriegst du auch erstmal ein bisschen AD, ne? Soll ihr zweites gehen? Dein E auf jeden Fall, damit du schon ein bisschen Range Damage machen kannst. Ah, ist wichtig. Ey, hör auf damit! Ja, pass auf jeden Fall auf. Und hau den Health Potion an. So, mach kein Autotext, nur den Lastet, ne? Ist in die Lane. Gegner müssen die Lane pushen. Was mit der Mitte los? Haha, es sind 4 gegen 4. Die gegnerische Lise ist auch AFK, ne? Ja, unser Pan ist auch AFK. Oh, schön MCR. Oh Mann, die. Leute, die machen erstmal die Toplane kaputt. Oh, schön! Von unserem Hacky. Erstmal die schön die Lane verteidigt. Die wollten wahrscheinlich die Lane zerstören, damit jeder ein bisschen Gold bekommt oder so. Na warte, lass ihre Aktion da machen, vielleicht kommen wir. Und dann gibt's Tote. Hab nur keinen Bock, dass sie uns unterm Tower da gleich natzen. Oh ja, und da ist unser Firewall back, das heißt jetzt fehlt noch die Elise. Jo, gut reicht. Ein paar viele Minions. Er hat auch Barrier draußen, oder? Hat er draußen? Ja, hat er draußen. Ich habe auch noch nicht mal Ignite draußen. Bist noch mal drauf? Jojo. Go. Ignite ihn. Good job. Back. Jo.
Jarve in Mitte. Gut. So, jetzt erstes hochzugehen. Ja, es geht mal, denke ich, auf jeden Fall dein Q. Weil das erhöht ja nochmal den Damage, die Anfälligkeit. Der kriegt dann ja mit dem Debuff drauf. Ja, kurz weg. So. Schade, dass man mit seinem wenig noch einen Tower blocken könnte. Das wäre zu geil. Der Tower schießt sich dann selber, glaube ich. Die Liste soll mal wieder kommen. Und das wäre auch nice, wenn der Tower sich dann selber hätte. Soll ich mir Boots kaufen schnell? Ja. Ja, ich bleibe. Dann habe ich gleich einen schnelleren Vorteil auf Level 6 und kann da vielleicht mal killen. Ich meine Trash noch Level 3. Ich kurz vor 5. Go, Hacker. Perfekt, würde ich sagen. Sehr gut, good job. Oh, Jarvan. Ich weiß nicht, ob er kommt. Ja, da ist halt Javi, das ist mal so klar. Zu 6, ne? Ja, aber er ist so gut wie Un. Er kann nicht mehr viel machen. Ein Verbündeter wurde getötet. So, war auch erstmal fürs Essen auf jeden Fall nice, ne? Auf jeden Fall. So, jetzt gucke ich ganz erstmal rein. Ja, ich glaube, aber so die Boots brauche ich ja noch gar nicht, die großen. Ja. Ich glaube, ich gehe erstmal ein bisschen auf Damage. Ich meine, wieso jetzt dicke Boots kaufen? Wir haben da eh den großen Schlauch von dir. Aber auch. Und guck mal, den Astrid, der hat auch nicht wirklich Boots. Ich finde es eigentlich ganz geil mit Fiora, da ich den Astrid ganz gut seinen E countern kann mit meinem Q, da ich ja anjumpen kann. Er jumpt mit seinem E weg und ich kann erneut jumpen. Ist natürlich so, als Melee lässt sich immer nicht ganz so gut auf der Botlane fahren. Ja, geh, okay, fight ruhig. Lass weg. Gut, er hat noch einen gefressen. Er hat noch deinen W gefressen. Mhm. Wir haben nichts verloren. Okay, warte kurz. Lass mich kurz meinen Minions holen. Ah, er muss sich weghauen. Sam E. Warte, ich muss ein bisschen besser lassen. Wenn mal eben kurz einen Watch stellen. Danach komme ich zu. Nur noch kurz der Silber. Okay, ich hab Ulti, ne? Gut. Okay, jetzt out of CD. Oh, bin ich auch ganz geil wieder rausgekommen. Mensch. Fiora OP. Die Ulti war ja echt ganz nett. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt auch schon einen Spitzhack auf dem Level. Die Lise soll wieder kommen. Das setzt natürlich auch ganz gut Damage zu. Außer ich die Schaden gut durchzuscannen. Auf jeden Fall. Ich meine, so kann es mir auch noch viel Damage helfen. Und wie gesagt, er wird halt dick anfällig, ne, wenn du den Spell immer richtig durchliest. Tower Dive. Okay. Nein, weg. Okay. Ulti auf dich. Please. Hat er gerade wirklich gedacht, dass er mich tötet? Ich weiß nicht. Offenbar nicht. Ich bin unerreicht. Hacky ist auf der Lane, ne? Ich weiß.
Wir wissen aber, dass er hier ist. Was macht Hector da? Wow, 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 wow. Okay, wir sollten nochmal weg. Nö, noch nicht, wir sehen ihn da. Aber er kommt locker gleich über die Wand. Der Javan. Der Javan. Mittlerweile liegt der Elfie auch schon mit seinen Nasenzähnen. Der Trash macht es eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ja, das haben wir doch ganz gut gesehen. 150 Auto-Tech. Boah, geil. Okay, und engage auf. Weiter Trash. Halt. Gut. Wenn sie mich reinpicken oder einfach nur zwei, dann ist eigentlich auch nicht der pure Tod. Wenn sie dich reinziehen, gebe ich dir Speed, dann bist du fast schon drauf. Schon, achso. Ah. Ist schon Ulti wieder? Ja, ja, klar. Noch ein Ward für den Jungle? Klar. Okay, und das nächste Mal, denke ich mal, wird auch jetzt wieder Ulti gezogen. Ich glaube, Elise ist wieder da. Ja, ja. Okay, Trash out of Grab. Ah, gut. Bei mir sind es auch noch 10 Sekunden. Go, go. Spacken. Er ja, will jemand unter den Tower ziehen. Soll ich eigentlich zwei Assists? Einen habe ich gesteelt, einer hat Hacker geholt. Achso. Das erklärt natürlich alles. Oh, Javi, Javi, Javi. Achso, ja, der zweite ist durchgehend. Okay, ich falte. Back, 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 back. Ich hab noch Ulti, ne? Hast du? Ja, die sind beide richtig. Also links ist Esri, ist richtig low. Geh mal ins Gebüsch, dann rush jemand nicht, dass wir jetzt backport machen. Ja, er kommt wieder, er kommt wieder. Dann warte eben. Ja, werden ja auch. Hast du noch ein Wort fürs Gebüsch? Aber pass auf, das steht da drin, ne? Hier jemand erst wieder nichts mehr. Und wenn ein bisschen dichter rankommt, dann. Hast du Flash? Mach ich Double Jump. Nee, hab ich nicht. Aber er hat genug. Hat er genug Mana für sein E? Ja, hat er. In einem Augenblick. Ein Gegner wurde getötet. Andere versuchen es. Mir gelingt es. Hacky Hacker. Auf Lane. Ja. Scharfe Klinge. Der Hacker. Lass einfach Tower drücken. Einen Turm zerstört. Ein Verbündeter wurde getötet. Kann seine Set ganz gut Kills machen, aber geht. Kein Zögern. Okay, warte, Esri, Esri, Esri. Soll ich auf Esri? Ja, warte, warte. Er hat geflasht. Hast du Ulti? Jo. Okay. Rauf, 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 rauf. Nein, TD, fuck. Naja, komm, haben wir also einen habe ich bekommen? Einen habe ich bekommen. Sehr gut.
Aber ich brauche mal neue Items. Ja, was kaufen wir denn als erstes dann? Oh, so viel Geld. Muss auch kurz gucken. Diamond auf jeden Fall habe ich schon mal jetzt für die Ulti. Ich überlege, welche Boots ich nehmen soll. Ich Berserker? Ja. Aber gegen Elise. Warte, welche Boots? Soll das eine Erhaftung? Kauft erstmal Damage. Kauft Damage eigentlich auch wieder. Kauft die Dreier Boots, keine Ahnung. Dreier Boots war mal so die. Kack, das ist bei dir. So, dann, die gut. Boah, geil, Fiss. Nice, der war gut gemacht. Richtig schön. Dass er da so ihn ganz dicht ranlaufen hat, um auf Max Range wieder rauszukommen. Ah, so also ein Fiss Game. Haha, er läuft. Oh, da kommt Hacker. Aber gleich kommt da nochmal die Zed von oben. Oh, schön gemacht, Alter. Was für ein geiler SK. Oh, da kommt noch die Ulti, Freunde. Was geht hier? Dead Escape, Dead Escape. Ach du Scheiße, Mann. Ich komme auch gleich, bin gleich da. Waren zu viele, hätte ich nicht reingehen sollen. Nee, waren fünf, waren alle. Aber so geil, ey. So geil von Hacker und auch nochmal die Ulti reingehauen. Und Fizz einfach nicht draufgegangen. Please. Hast du ein Wort für hier? Was? Ja, mach ich grad. Das Wortpaket. Wortpaket war auch die beste Erfindung in Season 3, oder? Ja. Weißt du noch, wie man anfangs gedacht hat, Season 3 ist so scheiße mit den ganzen neuen Items? Ja, an zwei Punkte dazu gekommen. Ja. Aber ich an sich vielleicht mal über kein Item rum. Ich meine, so viele neue Items gibt es auch wieder nicht. Der Trash ist lustig. Warte. Ah, zu viele. Er war tot. Ich hätte früher mein Ulti auf den Dings rausnehmen müssen, damit ich da schon den Kill bekomme. Pass auf, das ist, ich würde es auch sagen, holt euch lieber den Esri auf der Bot. Das ist euer. Der kleine Profis. Ich glaube, mittlerweile machst du auch ganz nice Damage, ne? Ja. Ah, Einkaufen ist schon schwer. Game Master! Jetzt muss er wieder reingelaufen. Es kann. Achso. Kein Zögern. Ja. Das ist ein Farmers an. 88, geht eigentlich voll. So gut eigentlich. So, dass ich die ganze Zeit nicht auf der Botlane war, ist ja okay. Du hast den zweitbesten Farm immer noch. Ne, doch nicht. Ganz zweitbesten Farm. Ne, drittbesten Farm auf dem Team. Und du farmst auch mal ein bisschen. Ne, du farmst gar nicht mehr. Ich dachte, du fühlst. Ja, ich glaube, ich steam mal Blue Buff. Red Buff ist. Was macht der da schon wieder für eine Scheiße? Wer ich? Weiß nicht. Ich hab grad den Escrow aufgehalten. Ich sagte, ich pack erst den 1 gegen 1. Machst du, ne? Ja, schaffe ich. Mach so viel Schaden auf den. Dein Bild und mein Bild schaffe ich. Ja, die Faust ist so weg. In einem Augenblick. Ist ganz nett. Guck mal, wie viele Wards wir unten hier haben. Oh, ich brauche mal hier Level 11. Ein Versuch
nichts. Ich habe auch Level 11. Das erhöht sich eigentlich jetzt nur die Zeit wahrscheinlich, ne? Mhm. Mehr bringt die Idee auch nicht. Ich glaube dann auf 2,5 und wenn ich noch was auf 3. Und die Ablenkzeit vielleicht noch ein bisschen. Ja, genau. Die Mana kosten dann wahrscheinlich hoch gesetzt. Ich meine, wir haben alles gewollt, wir können echt voll pushen. Ja, machen wir kurz, komm. Weg mit dem Ding da. Und nein, die Mana-Kosten wurden sogar verringert. Trash kommt auch, lass gehen. Lass gehen, ja. Lass die Lasse da oben. Wow, wow, wow. Go, go. Das ganze Team ist eigentlich voll schlecht, wenn die alle hier sind, ne? Sind alle runtergelaufen jetzt. Keiner konnte fahren. Don't go in. Das Report 3 Mitte. 4 Mitte. Top. Okay, jetzt Steffen. Alle, wir sind 4. Ja, lass rein. Zeitfokus. Zeit, der am meisten drauf ist. Das Ulti. Auch einen Kill gemacht? Ja, zwei. Ja, zwei. Boah, ja. Ey. Deine Ulti mit meiner Ulti so OP. Ja, die haben mich alle gefokust, da, ey. Ja, und ich warte so lange, bis deine Ulti ausläuft, dann gehe ich meine Ulti. Ah, stimmt. Ich denke, ja. Das heißt, ich lasse mich. Wie viel Gold hast du bitte? Das fällt nur 6 an. Ich lasse mich ein bisschen low. Ich hab 3000 Gold, ey. Ich lasse mich ein bisschen low hauen und dann kriege ich deine Ulti. Dann habe ich nochmal Zeit für deine Ulti. Was? Wieso? Wieso? Weil die schlecht waren. Das ist echt eine gemeinte Frage, wieso? Ich war gerade gut. Ich erkläre dir gerade was, Mann. Ich lasse mich low hauen, dann kriege ich deine Ulti rauf. Dann bin ich low, dann haue ich mich schon halb wieder voll. Und ja, eine halbe Sekunde nachdem deine Ulti ausgelaufen ist, kann ich nur meine Ulti gehen, dabei kann ich auch keinen Schaden fressen und ich heile mich wieder hoch mit meinem ganzen Scheiß-Damage. Ja, gut schon. Aber ganz, naja, ich will die auch alle da ineinander starten, weil ich habe ganz viel Schaden von mir durch meinen Bam-Bam-Bam-Item. Weißt du, was das war? Naja. Jo, hab ich. Okay, bis dann, Freunde. Tschö.